Willkommen zurück zu SFS und heute werde ich meine Atlantis-Raketen umbauen, sodass sie eben dem neuen Update 1.5.3 entsprechen, dass ich sie auch wieder landen kann. Und da sind eine ganze Menge Sachen zu tun und ich habe hier, ja, das ist nicht unbedingt die Atlantis 1, sondern die obere, also die zweite Stufe von der Atlantis 3, beziehungsweise von der Atlantis 4, beziehungsweise von der Atlantis 5. Und die werde ich jetzt umbauen, so dass ich die wieder auf der Erde landen kann. Und ja, wir müssen uns eigentlich erstmal das eigentliche Problem anschauen. Wir verglühen ganz einfach beim Landen, also bevor wir überhaupt landen können, verglühen wir. Ich habe es auch schon versucht, irgendwie mit dem Treibstoff, dass ich mehr Treibstoff in der Rakete lasse, dass ich dann so verlangsamen kann, dass ich nicht verglühe. Aber da ist keine Chance. Das heißt, uns bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, irgendwie Hitzeschilde zu benutzen. Und ich dachte einfach, das könnte funktionieren. Ja, also das ist eigentlich erstmal, was ich denke, so also ziemlich alles, was man bräuchte. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Okay, das ja, war ganz in Ordnung. Als nächstes sind natürlich die da abgefackelt und auch die hier. Wenn ich die nicht eingefahren hätte, dann wären die auf jeden Fall kaputt gegangen. Das heißt auf jeden Fall für die hier, dass ich die erst öffnen kann, nachdem wir durch die obere Atmosphäre durch sind und in der unteren Atmosphäre bin. Und ja, wir brauchen die jetzt zum Landen, deshalb wird das ein bisschen schwierig und die RCS-Düsen können wir auch nicht einfach so weglassen. Deshalb müssen wir mal schauen, wir haben ja hier diesen großen Hitzeschild und ich glaube, wenn man das so macht, kann man die dann irgendwie reinstopfen oder so. Nee, aber vielleicht die kleinen. Vielleicht kann man die kleinen benutzen. Oh ja, das passt super. Und ich denke mal, jetzt können wir die hier auch mit reinmachen. Und die hier würde ich nochmal extra machen, die hier oben. Und huch. Jetzt sind die natürlich verschwunden. Dann bewege ich die mal wieder. Und dann packen wir die hier rein. Und packen die hier drunter. Und dann nehmen wir die hier raus. Schauen wir mal erstmal, wie es aussieht. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe auch bemerkt, wir haben ein bisschen zu wenig Treibstoff für die Tests. Und daher werde ich jetzt noch ein bisschen Treibstoff dran machen. Und dann werde ich es nochmal versuchen. Also das lief hier eigentlich ganz gut, da ist nichts mehr kaputt gegangen, aber hier diese RCS-Düse ist leider zerfallen und deshalb würde ich die auch eigentlich ganz gerne irgendwie in ein Hitzeschild hüllen. Aber vorher möchte ich noch etwas machen, was ich wichtig finde, weil ich sonst hässlich finde, es sieht sonst hässlich aus.
Nämlich so. Und dann könnten wir hier auch gleich die Streifen wegnehmen. Weil wir hier unten dann die Streifen haben. Genau so. Und dann sieht das Ganze so aus. Was machen wir jetzt mit denen? Wir können die auch nirgendwo anders hinpacken. Außer vielleicht da unten zwischen die Landebeine. Aber da hätten wir nur eine einzige RCS-Düse. Und das bringt ja ziemlich wenig. Deshalb würde ich sagen, schauen wir mal hier. Also wir haben das. Gibt es das 6 breit? Nein. Ich glaube, wir nehmen das hier, das 8 breite. Weil wir sonst viel zu breit werden. Passt das? Ich weiß es nicht. Es passt nicht. Nein, es passt nicht. Das heißt, ja gut, eine einzige RCS-Düse könnte hier drunter passen. Und dann sieht das, warum passt das nicht? Mache ich es nochmal. Okay, ich weiß nicht, warum das nicht passt. Auf der anderen Seite passt es. Machen wir mal so. Und so. Okay, ich habe keine Ahnung, warum es nicht passt. Zumindest auf der anderen Seite nicht. Hier passt es ja irgendwie. So und so. Ah, wow. Jetzt passt es plötzlich. Keine Ahnung, was da los ist. Und dann machen wir mal so. Und dann machen wir vielleicht noch ein bisschen. Ja, wobei, wir hatten einiges an Treibstoff. Machen wir so. Und dann versuche ich das Ganze einfach nochmal. Soweit, so gut. Das lief bisher super. Die Landung war nicht so wundervoll, wie ich es mir erhofft habe. Aber ich denke mal, ich mache noch einen letzten Probeflug. Und zwar benutze ich jetzt einfach Fallschirme. Das sollte eigentlich nicht allzu großes Problem sein. Ja, machen wir es einfach damit rein. Dann, wenn wir im Landeanflug sind, dann öffne ich die einfach. Und dann sollte das klappen. Und ich denke mal, ja, das wird jetzt der letzte Testflug für heute. Und los geht's. So, das war eine wunderbare Landung. Ja, ich habe die Fallschirme benutzt. Die Rakete sieht so ziemlich cool aus. Und ihr seht, das Konzept funktioniert. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, möglichst viele von meinen Atlantis-Raketen in diese Form hier umzubauen. Und zwar werde ich das jetzt über diese eine Woche Ferien machen, die ich jetzt habe. Ja, falls ihr es noch nicht wisst. Ich werde jetzt einfach mal eine Woche Pause machen. Ja, das sollte nicht allzu schlimm sein. Ihr verpasst zwei Videos. Dafür habt ihr in den letzten 2 Wochen so ziemlich, ja, so 10, 11 Videos bekommen. Deshalb denke ich mal, es ist nicht allzu schlimm. Jedenfalls, ja, werde ich die Raketen jetzt umbauen. In diese Form hier. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann in übernächster Woche wieder. Tschüss.